ich habe ja keine Vorurteile oder so. Aber die Regaleinfüller, das sind schon eher so Leute ohne Ausbildung. Das machen auch ganz viele Ausländer und Menschen, die zu einer richtigen Arbeit gar nicht fähig sind. Ich wüsste es nicht, wieso Regal auffüllen keine richtige Arbeit sein soll. Na, ich meine ja auch nur. Also, zurück zum Tatabend. Also Ihr Freund, der ist zweimal die Woche in dem Supermarkt, in dem Sie auch arbeiten, ist der mit seiner Kolonne da zum Regale auffüllen. Ja? Ja, dort haben wir uns ja auch kennengelernt. Jedenfalls fahren wir an den Tagen, an denen der Felix bei uns arbeitet, immer zusammen nach Hause. Und um wie viel Uhr sind Sie da an dem 10. Mai nach Hause gefahren? Na, er kam pünktlich um 9 aus dem Supermarkt und dann sind wir gleich gefahren. Ja, und somit hatte mein Mandant ganz sicher um 21.15 Uhr keinen Oralverkehr, zumindest nicht mit der Frau Rachmani. Ganz genau. Soweit ich weiß, schließt der Supermarkt um 20 Uhr. Was haben Sie eigentlich noch eine Stunde nach Geschäftsschluss dort gemacht? Na, für mich heißt Geschäftsschluss ja noch lange nicht Arbeitsende. Es dauert halt, bis die Fleischabteilung sauber gemacht und aufgeräumt ist. Ich komme dann meistens immer erst so um 8:45 aus dem Supermarkt raus. Und an dem Tag habe ich eben noch gewartet, bis Felix dann kam. Nun ist es aber so, dass gleich zwei Zeugen Ihren Angaben widersprechen. Denen zufolge wollen Sie nämlich den Angeklagten an entsprechendem Abend noch um 21.15 Uhr auf dem Gelände des Supermarktes gesehen haben. Das ist mir doch egal, was die sagen. Ach, das ist Ihnen egal? Der Felix war es nicht. Der war ja bei mir im Auto. Das sehe ich auch so, Frau Kollegin. Ich meine, lassen Sie uns das Ganze doch mal rational betrachten. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Sie wären... Stellen Sie sich doch einfach mal vor, Sie wären meine Freundin. Würden draußen im Auto auf mich warten, ja? Da würde ich doch nicht im Leben auf die Idee kommen. Jetzt lassen wir die Vergewaltiger auch beiseite. Überhaupt mit einer anderen Frau irgendwo Oralverkehr zu haben, wenn ich doch wüsste, verliebt wie Sie in mich wären, dann sofort kommen und mich suchen würden. Also ich bitte Sie, das ist doch völlig blödsinnig. Also ich habe jetzt viel Fantasie, aber jetzt muss ich tatsächlich erstmal zum Rationalen zurückkommen. Also in der Psychologie eines Strafsexualtäters dürfte ein solches Kalkül wohl kaum eine Rolle spielen. Hallo? Also wirklich, der Felix ist kein Sexualstraftäter. Der hat es überhaupt gar nicht nötig, sich an anderen Frauen zu vergreifen. Bei uns stimmt im Bett nämlich alles. Ich kann ja nachvollziehen und verstehen, dass Sie Ihrem Freund keine Vergewaltigung zutrauen wollen. Und ich kann sogar verstehen, dass Sie deshalb für ihn lügen. Aber machen Sie sich bitte bewusst, dass das eine Straftat ist, die Sie hier begehen. Ich lüge doch gar nicht. Ich glaube, wir drehen uns im Kreis, oder? Keine Fragen mehr? Ja, dann können wir uns jetzt mal den Wachmann anhören. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Wollen Sie die jetzt einfach so gehen lassen? Ja. Das glaube ich ja nicht. Also, der Rückhalt wird hier als Gutmensch dargestellt. Wie stehe ich denn jetzt da? Ja, so wie Sie dastehen. Adriana, jetzt sag doch auch mal was. Mensch, mir reicht es langsam. Darf ich gehen, Herr Richter? Ja, klar, Sie sind entlassen als Zeugin. Klar, können Sie gehen. Also ich lege nochmal an, dass Sie das Ganze jetzt abkürzen und auf die Zeugen verzichten. Also das scheint sich ja alles zu bestätigen, mein Verdacht. Ja, dass das nichts an der Sache ist. Gut, also nochmal die Frage. Gibt es Fragen an die Zeugin hier? Keine Fragen. Danke, dann bleiben Sie unvereidigt. Sie dürfen den Platz nehmen. Dolga Karatas, bitte. Guten Tag, Herr Karatas. Guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier in der Mitte Platz. Ich muss Sie belehren, dass das Zeuge hier die Wahrheit sagen müsste. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Tolga Karatas, 30 Jahre alt, Sie sind türkische Staatsangehöriger, wohnen in Oberhausen. Sie sind ledig, Wachmann, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Warum hast du denn nichts gesagt, Adriana? Was ist denn los? Lass mich! Hey, Tusha Jute, kannst du drehen? Ich nehme die Familie Jute, die tut nach Tursch, ich fahr kein Dodo. Was sagt sie? Keine Ahnung, sie sagt ja nichts. Aber sie kann das Dreckschwein noch nicht entkommen lassen. Hey, Ardiana, ich komme Kalu. Aika Birni Gabin, der Präsident tut es erneut. Hat ihre Schuhe brennt, hat ihr Trigost, ich fahre kein Dodo. Hast du mir gestohlen? Was ist mit mir? Was sagt sie? Dass es besser so ist. Was? Schämt sie sich oder hat sie Angst vor ihm? Ardiana, ich verstehe das nicht. Also ist mir jetzt wirklich zu laut da draußen, Herr Seelhoff. Schauen Sie mal bitte nach dem Rechnen. Mit Ihrem Lärm hier, ja? Da stören Sie unsere Verhandlungen drin. Seien Sie bitte ruhig, ja? Bitte entschuldigen Sie, das wollten wir natürlich nicht. Sagen Sie bitte auch den Herrn Richter, es tut uns wirklich leid. Das kannst du doch nicht bringen, Adriana. Das Schwein kommt davon. Du musst aber schon reingehen. Sag mir doch wirklich, du gehst da jetzt rein und sagst, was wirklich war. Nein, verdammt. Also, liebe Leute, zuhören, liebe Leute, jetzt reicht es wirklich. Wenn Sie sich nicht in Ruhe hier unterhalten können oder überhaupt Ruhe halten können, dann führen Sie bitte Ihr Gespräch draußen vom Gebäude weiter, ja? Das reicht jetzt hier. Du musst es ja wissen. Warten Sie auf mich.
So, dem Angeklagten wird vorgeworfen, er soll am Abend des 10. Mai in diesem Mara-Supermarkt im Putzraum die Frau Rahmani zum Oralverkehr gezwungen haben. Also dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Ich kenne den Mann nur vom Sehen. Aber als Wachmann an diesem Supermarkt machen Sie ja regelmäßigen Rundgang. Ist Ihnen da auf Ihrem Rundgang irgendwie zwischen 21 Uhr und 21.15 Uhr irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ja. Beim Außenrundgang, da habe ich das Auto von der Wurstlady gesehen, also das Auto von ihr. Sie ist die Freundin von ihm, soweit ich weiß. Jedenfalls hat sie im Auto drin gesessen. War da jemand bei ihr im Auto? Nein, sie war allein. Können Sie sagen, um wie viel Uhr das war? Um 8:45. Und wissen Sie das ganz genau? Da bin ich mir 100% sicher, weil nach jedem Rundgang durch den Supermarkt muss ich einen Logbucheintrag machen. Und dabei ist mir der Wagen von der Wurstlady aufgefallen. Und außerdem war auch kein anderes Auto auf dem Parkplatz zu sehen, außer ihrs. Demnach waren Sie und Ihr Freund offensichtlich zur Tatzeit doch noch nicht auf dem Nachhauseweg, so wie Sie das eben behauptet hatten. Seine Uhr muss irgendwie falsch gehen. Anders kann das gar nicht sein. Also an Ihrer Stelle würde ich das dringend mal überprüfen lassen. Also sagen Sie mal, das war eine Funkuhr mit Präzisionslaufwerk. Die geht sowas von präzise und korrekt. Also noch korrekter geht's ja nicht. Ja, Ihre Uhr mag vielleicht korrekt gehen, aber was mit Ihnen? Ich habe mir ja sagen lassen, dass Ihre Wahrnehmung ja nicht so allzu zuverlässig sein soll. Was soll das denn jetzt? Was meinen Sie bitte? Das kann ich Ihnen genau sagen. Meinen Unterlagen zufolge sind Sie nämlich von Ihrem Arbeitgeber abgemahnt worden, weil Sie im Dienst eingeschlafen sind. Ja, okay, das ist mir einmal passiert. Mhm. Ich bin tatsächlich eingeschlafen, weil ich so müde war. Ich habe mich tagsüber auf eine Bodybuilding-Meisterschaft vorbereitet und nachts gearbeitet. Aber nochmal würde mir sowas nicht passieren. Da können Sie auch meinen Chef fragen. Und glauben Sie mir, Herr Richter, ich schwöre es Ihnen, ich habe den Wagen von der Wurstlady um 8:45 auf dem Parkplatz gesehen. Also sehen Sie, mir wird das jetzt langsam wirklich zu laut da draußen. Lösen Sie das Problem bitte ein für alle Mal. Notfalls holen Sie den Wachdienst und befördern die Leute an die frische Luft. Hallo, Sie mal ruhig hier. Schon mal klar. Lassen Sie jetzt ist aber Schluss hier, jetzt reicht aber. Ist das Ihr Handy? Ist das Ihr Handy? Ist das Ihr Handy? Geben Sie sofort das Handy zurück. Nein! Haben Sie mal, das gibt's doch gar nicht. Das ist ein Das war der Plus meiner Schwester. Mami, tu das nicht! Moment, beruhigen Sie sich doch bitte mal alle. Tu das nicht! Hier! Er tut das jetzt das Richtige. Das ist das Handy von meiner Schwester. Das ist jetzt richtig. Mit dem er meine Schwester erpresst hat. Schauen Sie das bitte an. Ich denke, das dürfte Sie allerdings auch interessieren. Haben Sie ein Personalausweis dabei? Das ist schon das Richtige. Nehmen Sie mal an dem Tisch da bitte schön Platz, dann machen wir das doch mal richtig. Also zunächst mal, Sie sollen jetzt als Zeuge direkt aussagen. Ist für Sie kein Problem, wenn das so unvermittelt kommt, nehme ich mal an. Ja. Also, als Zeuge muss man die Wahrheit sagen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar vorsorglich. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst oder Angehörige damit belasten könnten. Also, Sie heißen Bamia Rahmani offensichtlich. Den Geburtsdatum nach sind Sie 20 Jahre alt und Sie wohnen in Oberhausen. Ja, Ihr Familienstand? Ledig. Und Ihr Beruf bitte? Ich bin Schreiner. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht? Nee. Schauen wir uns dieses Video doch gerade mal an. Ich denke mal, da ist Bluetooth aktiviert, oder? Wie stellt man es denn hier ein? Hier bei den Einstellungen. Sehen Sie? Ja. Beschluss, das Video, das der Zeuge hier vorgelegt hat, wird durch Abspielen in Augenschein genommen. Sind schon Sie, oder? Da kenne ich richtig. Sehen Sie, ich habe da Mist gebaut. Aber der Perverse, der hat mehr Mist gebaut. Jetzt mal ganz langsam. Also das sind eindeutig Sie da auf dem Video, oder? Ja, das bin ich. Wem gehört denn das Auto? Ja, den Perversen. Jetzt halten Sie sich mal in der Wortwahl ein bisschen zurück. Ja? Ärger werden Sie da sowieso kriegen. Wie ist denn das Video entstanden? Ja, das war vorgestern Abend. Ich muss das erklären. Ja, bitte. Ja, ich saß untätig zu Hause und von diesem Nisston, das konnte ich nicht mehr. Seit meiner Schwester das passiert ist, flennt ihn nur noch. Wenn ich mir vorstelle, dass er sein Ding, da habe ich mir einfach sein Auto genommen. Ich habe aber nicht gewusst, dass er mich heimlich filmt und das noch meiner Schwester schickt. Du hast meine Schwester erpresst, damit sie heute nicht sagt. Ja, jetzt mal stimmt langsam. Das? Ich habe Frau Rahmani nichts geschickt. Also das ist das Handy ihrer Schwester, ja? Bei dem Film handelt es sich um eine MMS.
Und laut Empfangsliste wurde die von Rückert Boss geschickt. Da handelt es sich nicht um Sie. Nein. Also Entschuldigung, die Telefonnummer, die lässt sich ja leicht überprüfen, oder? Vielleicht ist es ja doch meine Nummer. Haben Sie das Video gemacht? Ja. Und haben Sie es Frau Rachmani geschickt? Vielleicht habe ich mal der Frau irgendwas geschickt, aber doch niemals, um sie zu erpressen. Aber dann müssen Sie mir mal ganz genau erklären, wieso Sie der Frau Rachmani dieses Video schicken, wenn nicht, um sie zu erpressen oder zu nötigen. Ich habe dieses Video geschickt, weil ich Frau Rachmani damit zeigen wollte, dass ich niemals vorhatte, ihren Bruder anzuzeigen. Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht, du lügst. Wissen Sie, Herr Rückert hat mir gestern morgens die MMS geschickt. Kurz darauf hat er mich angerufen. Und er hat gesagt, wenn ich aussage, dann zeigt er das Video der Polizei und zeigt meinen Bruder an. Woher kannte denn der Herr Rückert überhaupt Ihren Bruder? Wenn Sie schon mal bereit sind, was zu sagen, noch mal die Belehrung, Sie müssen die Wahrheit sagen, sich selber und Angehörige nicht belasten. Woher kannte denn der Ihren Bruder? Mein Bruder hat mich ein paar Mal von der Arbeit abgeholt. Für ihn kam es doch recht, dass er wieder irgendwie Stress gemacht hat. So wollte er mich zum Schweigen bringen. Sie haben so große Angst, dass Ihr Bruder angezeigt werden könnte, dass Sie deswegen nicht bereit waren, hier auszusagen? Er ist doch mein Bruder. Ich liebe ihn. Ja. Und die Sachbeschädigung ist jetzt ja nicht so dramatisch, trotz alledem. Ja, aber er ist bereits vorbestraft. Er hat schon mein Auto geklaut und ist damit rumgefahren. Wusste das der Herr Rückert? Ich hatte es auf der Arbeit erzählt und Herr Rückert hat es mitbekommen. Und warum haben Sie das hier nicht gesagt? Ich wollte doch meinen Bruder beschützen. Ich muss doch dich beschützen und nicht andersrum. Also eine Riesendummheit, oder? Klar, brauchen wir nicht drüber reden, da sein Auto zu zertrümmern. Da waren Sie Ihre Konsequenzen zu tragen, haben keine Frage. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt sehr mutig und anständig, dass Sie bereit sind, das auf sich zu nehmen, um letzten Endes die Glaubwürdigkeit Ihrer Schwester da wieder herzustellen. Ja? Wenn Sie so viel Mut zeigen, war es höchste Zeit, dass Ihre Schwester selber auch so viel Courage zeigt und hier mal eine ausführliche Aussage macht. Ja. Möchten Sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Jetzt ist das auch egal. Fragen noch an den Bruder? Keine Frage. Nehmen Sie hin, Platz, Sie bleiben unfreiwillig und dann kommen Sie noch mal nach vorn. Belehrt habe ich Sie gerade eben schon. Also, Frau Rachmani. Danke. Dann erzählen Sie uns jetzt doch mal, bitte schön, was sich an dem Abend im Supermarkt wirklich zugetragen hat. Yvonne hatte recht. Alles fing eine Woche vorher an, vor dem 10. Mai. Ich hatte was falsch einsortiert im Regal. Und da kam Herr Rückert und hat mich angeschrien und hat mir gedroht zu kündigen. Und dann wieder nicht, dann wieder doch, dann wieder nicht, dann wieder doch. Und es ging die ganze Zeit so hin und her. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass er mich irgendwann kündigt. Und wie war dann der Stand am Tattag? Während der Arbeit kam Herr Rückert zu mir und dann sagte er, ich kann meine Kündigung abwenden, indem ich zum Beispiel mich nach der Arbeit bewähre. Ich wusste nicht, was er damit meint. Ich hätte doch nie gedacht. Ja, was haben Sie denn erwartet? Was haben Sie erwartet, wie er das meinte? Ich habe erwartet, dass er mir wieder eine Strafaufgabe gibt. Wie zum Beispiel das Tiefkühlregal einräumen. Das machen wir alle so ungern, weil es sehr kalt ist. Und was ist dann stattdessen geschehen? Ich habe wie von ihm befohlen nach der Arbeit gewartet im Flur. Dann sind wir in den Flur in Gang gelaufen und dann hat er mich in den Putzraum gedrückt. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich wusste gar nicht, was er von mir wolle. Und dann habe ich gehört, wie er schwer atmet. Ja, dann habe ich das eine und das andere zusammengezählt und ich habe es nicht wahrgenommen. Es ging alles so schnell und dann hat er vor mir gestanden und hat gesagt, ich werde nicht gekündigt, wenn ich mitmache. Und dann hat er vor mir gestanden und habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht, ich möchte nicht. Und dann hat er gesagt, ich soll mitmachen. Und dann hat er seine Hose aufgemacht. Ich habe mich gewehrt und dann hat er meinen Arm genommen und ihn so verdreht, dass es so höllisch weh getan hat und ich automatisch runtergegangen bin. Und dann hat er... Ich kann es Ihnen jetzt leider nicht ersparen, aber nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen. Und dann hat er... Und dann hat er sein Geschlechtsteil rausgeholt. Hat er dann was gesagt? Das Einzige, was er gesagt hatte, war... Mund auf. Mach den Mund auf. Und was haben Sie dann getan? Ich wollte das nicht. Ich habe mit dem Kopf geschüttelt und...
Ich habe meine Lippen so fest zusammengepresst. Und dann? Aber es hat nichts gebracht. Ich hab's gemacht, es tut mir so leid. Adriana, das muss dir überhaupt nicht leid tun. Das Schwein hat dich unter Druck gesetzt und nur benutzt. Er ist der Verbrecher, du bist das Opfer, das hast du niemals vergessen. Und wie ging's dann weiter? Er hat so lange weitergemacht, bis Yvonne dann kam. Sie dazu was zu sagen? Das alles hier ist erstunken und erlogen. Sehen Sie denn nicht, diese beiden Frauen führen ein Komplott gegen mich, um mich fertig zu machen. Ich habe nie im Leben etwas getan, es ist alles gelogen. Frau Wanner, Sie reißen plötzlich die Augen so auf. Haben Sie bei Ihrer Aussage vielleicht was hinzuzufügen? Ich belehre Sie noch mal, Sie müssen weder sich selbst noch Angehörige belasten, aber die Wahrheit sagen. Felix, du warst das doch nicht, oder? Schatz, du kennst mich doch, diese Entschuldigung, Frau. Entschuldigung, diese Frage, die kann ich doch eigentlich nur so interpretieren, dass Sie um 21 Uhr tatsächlich nicht mit ihm gemeinsam auf der Heimfahrt waren. Sonst würden Sie sowas nicht fragen, oder? Nein, aber ich dachte doch nicht. Ich kann das alles jetzt noch gar nicht glauben. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, was ich noch glauben soll. Ja, Klartext. Ich würde gern das glauben, was wirklich passiert ist. Klartext, Sie waren um die Uhrzeit nicht mit ihm gemeinsam im Auto auf der Heimfahrt. Stimmt es, was der Herr Karatas gesagt hat? Ja. Dass Sie da allein im Auto saßen? Ja, aber ich konnte doch nicht wissen. Ja, ist schon in Ordnung. Noch weitere Fragen hier an die Zeugen? Vielen Dank, Karin. Frau Achmani, wir wollen Sie nicht länger auf die Folter spannen. Dankeschön. Sie dürfen den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt, genauso wie die Frau Werner unvereidigt bleibt. Bundestag ist der Ausdruck des Angeklagten ist ohne Eintrag. Weitere Anträge, weitere Erklärungen? Keine, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, dank des selbstlosen und mutigen Geständnisses von Barmir bezüglich der Sachbeschädigungen an dem Wagen des Angeklagten ist dessen Erpressungspotenzial in sich zusammengefallen wie ein Kartenhäuschen, sodass tatsächlich der Anklagevorwurf, so wie er angeklagt war, auch ans Licht getreten ist. Der Angeklagte ist bei Weitem nicht dieses harmlose Opfer, als dass er sich selbst und auch sein Verteidiger ihn über lange Zeit hingestellt haben, sondern er ist ein sadistischer, menschenverachtender, rücksichtsloser Sklavenschinder, der bei seinen Mitarbeitern auch vor Vergewaltigung und Körperverletzung nicht zurückschreckt. Genauso wenig wie vor Erpressung, aber das wird Gegenstand eines separaten Verfahrens sein. Der Angeklagte schließt meines Erachtens ein bisschen sehr von sich auf andere, wenn er meint, dass nur eine spürbare Strafe eine echte Strafe ist. Aber er wird eine spürbare Strafe kriegen. Denn wir haben hier die Realisierung eines besonders schweren Falls der Vergewaltigung. Und darauf steht alleine eine Mindestfreiheitsstrafe von 2 Jahren. Hinzu kommt die Körperverletzung. Ich beantrage daher, den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Herr Vorsitzender, werte Schöffen, liebe Frau Staatsanwältin, ich sehe das naturgemäß etwas anderes. Denn ich bleibe dabei. Diese ganze Geschichte war doch ein Rachefeldzug von der Frau Franke. Ja? Sie war die Initialzündung für diese Geschichte und hat die Frau Rachmani hier aufgehetzt. Ja, blöderweise ist sie eingeknickt, Frau Franke, ja? Und dann kam aber diese Geschichte mit dem Bruder. Mein Mandant, das war blöd von ihm, hier ein Video zu machen. Das Video hat er doch im Übrigen nur deswegen gemacht, weil er die Täter ursprünglich überführen wollte und hat dann festgestellt, dass es blöderweise der Bruder von der Frau Rachmani war, die er ja eigentlich schützen wollte, weil sie finanzielle Belastungen haben. Deswegen hat er ihr dieses Video geschickt. Ja, und dann musste die Zeugin ein weiteres Mal einknicken, denn sie wollte, dass der Bruder dasteht als der Rächer der Entehrten, der hier einen Rechtfertigungsgrund zur Seite stehen hat, nämlich weil er sie angeblich vergewaltigt hat. Das ist doch die ganze Geschichte, die dahinter steht. Auf jeden Fall habe ich die höchsten Zweifel an dieser Zeugin hier, der Frau Franke, und aber auch an dem Schmierentheater von der Frau Rachmani. Bei Zweifeln, werte Schöffen vor allem, ist im deutschen Rechtssystem freizusprechen und das beantrage ich hier. Danke. Danke, Herr Verteidiger. Herr Wilkert, Sie haben die Anträge gehört. Sie können sich selbst noch verteidigen. Sie haben auch das letzte Wort. Ich habe nichts mehr zu sagen. Dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Felix Rückert ist schuldig der Vergewaltigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung. Paragraphen 177 Absatz 1 Absatz 2 Nummer 1 223 Absatz 1 230 Absatz 1 und 52 Strafgesetzbuch wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Herr Verteidiger, schön, dass Sie an die Schöffen appellieren, vielleicht weil Sie selbst nicht daran geglaubt haben, dass ein Berufsrichter Ihrer Argumentation folgen und Ihre Zweifel teilen könnte. Aber was immer
bei der Urteilsberatung gesprochen wird, und das unterliegt übrigens der absoluten Geheimhaltung, am Ende lassen wir uns nicht auseinanderdividieren, am Ende fällt das Gericht ein Urteil. Und dieses Gericht hat ein Urteil gefunden, und das Urteil lautet schuldig. Wäre das Ganze eine Intrige gewesen, dann hätte sie doch sich nicht dadurch unglaubwürdig gemacht, dass sie erstmal sagt, es war nichts. Und dieses Video können sie nicht hinwegdiskutieren. Das hat ihr Mandant ja auch zugegeben, und das passt genau zu ihrer Geschichte. Auch ein erzwungener Oralverkehr ist ein Eindringen in den Körper und damit eine Vergewaltigung, Mindeststrafe 2 Jahre. Hier kommt noch das Nachtatverhalten dazu, dass sie eben versucht haben, sie zu einer Falschaussage zu nötigen, zu verleiten. Da wird es auch noch ein weiteres Verfahren geben. Das wird auf diese Strafe hier draufgesattelt werden, nachträglich. Das Einzige, was wir zu ihren Gunsten gefunden haben, ist, dass es nicht zum Samenerguss kam. Deswegen sind die 3 Jahre von der Frau Staatsanwältin beantragt, Tat und Schuld angemessen. Gegen das Urteil können sie noch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision einlegen. Bamir Rahmani, das Auto des Angeklagten zu demolieren, war eine wirklich bescheuerte Dummheit. Aber sind wir mal ehrlich, einmal in Rage geraten, wer hat da nicht schon mal den Gedanken gehabt, am liebsten alles kurz und klein zu schlagen? Der Gedanke ist vielleicht nicht fein. Wenn man es in die Tat umsetzt, ist es natürlich strafbar. Am Ende haben sie aber ihre Wut noch in die richtigen Bahnen gelenkt, als ihnen die Sühne der Tat an ihrer Schwester wichtiger war als die eigene Straffreiheit. Wie ich das meine, wenn ich sage, in die richtigen Bahnen gelenkt, als hätte er ihre Situation vorausgesehen, hat der kleine, große Schauspieler Hans Klarin, den viele völlig zu Unrecht nur als Stimme von Pumuckl in Erinnerung haben, genau ihre Situation auf den Punkt gebracht. Aus Rage wird Gott sei Dank manchmal Courage. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Das schadet nicht. Du hättest das nicht machen brauchen. Ich weiß. Nein, mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Du hast das Richtige getan. Dankeschön. So zu dem oft. Felix Rückert wurde in einem weiteren Verfahren wegen Nötigung und Anstiftung zur neidlichen Falschaussage unter Einbeziehung des heutigen Urteils zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Bei Adyana Rahmani wurde hinsichtlich der uneidlichen Falschaussage im Rahmen ihrer ersten gerichtlichen Vernehmung von einer Strafe abgesehen. Julia Werner wurde wegen versuchter Strafvereitelung und uneidlicher Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 8 Monaten verurteilt. Bamir Rahmani wurde wegen Sachbeschädigung zu 20 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.